Liebe Chamäleon-Freunde, was für eine aufregende Zeit. Was wird diesen Sommer an Reisen möglich sein? Genau wissen wir es noch nicht, gerade für uns als Fernreiseveranstalter eher wenig. Wir werden ein paar Islandreisen machen. Ansonsten hoffe ich und rechne auch damit, dass es dann im Herbst, vielleicht September, wieder losgehen wird und man überall in die Welt wieder reisen kann. Wir machen Reisen in über 55 Länder und dieser erste handelt von Namibia, meiner zweiten Heimat. Ich bin jedes Jahr dort. Ich liebe dieses Land aufgrund seiner Leere, seiner Weite, seiner Sonne und meiner Freunde, wie zum Beispiel Daike und Harald, die auch sie auf ihrer 5000 Hektar großen Gästefarm Umandumba willkommen heißen. Und die wichtigsten natürlich, die Reiseleiter, wie zum Beispiel Toivo, der erste Ovambo-Reiseleiter, der sie deutsch sprechend durch seine Heimat führen wird. Du wirst mit Sonnenauf- und Sonnenuntergängen bezahlen. Wir leben frei, du hast nicht die Hektik, du kannst bis an den Horizont gucken. Unser Sternenhimmel abends ist einfach gigantisch. Kein hektisches Leben. Das ist, wir können eigentlich tun und lassen, was wir wollen. Es ist einfach die Natur, mit der Natur zusammenzuleben. Dieses Haus, was ihr hier seht, das habe ich von meinem Vater übernommen. Mein Großvater hat die Farm schon 1942 gekauft. Und wir machen alle unsere Felsmalereienfahrten, fangen wir von hier aus an. Und dann haben wir auch das lebende Museum der Sannen hier. Und da können die Gäste nachmittags hinlaufen. Und dann nach den Sannen können sie einen Sundowner genießen. Und dann holen wir sie wieder ab. Und dann machen wir hier auf der Veranda dann unser Abendessen. Wir sitzen später hier am Lagerfeuer, wo unsere Gäste uns Löcher im Bauch fragen können, was sie bewegt. Ja, hallo aus Namibia. Hi ihr alle. Mein Name ist der Rolf. Hallo, ich bin die Katja. Chamäleon. So stehe ich auch am Flughafen und sage herzlich willkommen. Das ist mein Land. Kommt nach Namibia. Namibia ist das geilste Land, das es überhaupt gibt. Namibia hat die gleiche Zeitzone wie ihr. Namibia. Hier spricht man, wie man hört, kann man hier Deutsch sprechen. Wie ihr seht, unheimlich viel Weite, ganz wenig los, so viel zu zeigen, so viel zu bieten. Namibia wartet darauf. Ja, und wenn ihr dann mal nach Namibia kommt, dann würde ich euch empfehlen, die Sossos Flay hier, das macht der Rolf immer alle, jedes Jahr mit seinen Gästen, die Sossos Flay Tour. Das ist eine der schönsten Touren hier im Land. Ich empfehle das, weil man kann zu viel sehen in wenigen Tagen. Nachts vom Bett aus die Sterne zu pflücken. Und auch die roten Dünen in Sossos Flay. Den ganzen Tag scheint hier Sonne. Und Wasser und Sonnencreme ist sehr wichtig. Ein Hut, eine Sonnenbrille, das ist, was man braucht. Mehr braucht man nicht. Guck mal hier, Stachelschweinborsten. Ich mache auch mein Lieblingstier zu zeigen und das ist die Honigstast. Die schießen die übrigens nicht so, wie man in Mythen hört. Ich freue mich auf Tour mit euch. Den Rest über Namibia, den erzähle ich euch, wenn ihr dann hier seid und ich euch am Flughafen begrüßen darf. Namibia ist das Zauberwort. My name is Jennifer. My name is Mishek. I'm Basti. My name is Justine. My name is Colin. My name is Ben. My name is Kevin. When I become big, I want to come and help people just like we have been helped here. The orphanage was started with only 3 kids, but the numbers increased as the years went by. It's something that's on my heart. I want to do. I want to start to be a social worker. But for now, I'll be working with the kids. We have 38 children there. I like to stay and work with orphans and vulnerable children to help them out, to be a better person in his life in the future. We make sure that they are safe here. So we provide shelter, we provide food, and also we make sure that they go to school. The idea behind all these projects is to equip the kids so that by the time they go,
out of this place, they should be able to sustain themselves. Und hier in Berlin, da freut sich unser Namibia-Team auf Sie und berät Sie gerne bei der Auswahl einer unserer etwa 20 Reiseangebote durch Namibia. Und bei allen, das verspreche ich Ihnen, können Sie sich auf die Weite dieses einmaligen Landes freuen.